Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo! Das letzte, was du gemacht hast, ist den Berg runterfallen. Mehr oder weniger. Ja. Mit der Zugmaschine. Und der letzte Satz war: Ich bin eine traurige Zugmaschine. Ich glaube, auf hoch würde der Auftrag noch viel, viel krasser sein. Aber ich glaube, jetzt müssen wir nur zwei Stahlteile platzieren von wahrscheinlich vieren, die es eigentlich Na, und links von gäbe es ja acht, auch die noch es eigentlich welche. wären. Links gäbe es ja auch noch welche. Ja. Das kann schon gut sein. So. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die. Ja. Ist trotzdem schon ganz imposant hier. Dann die Dinger hier draufheben. Und da unten sind dann diese Metalldinger, die da als Stützen dienen. Erstmal. Ich brauche Stunden in der Innenperspektive. Du sagst, wie es aussieht. Und jetzt soll ich dich lotsen. Ja, Ein so bisschen ran, ein bisschen ungefähr. ran, ran, ran. Ja, so, ist gut. Ich versuche das mal so einigermaßen auszurichten auf diesen Jetzt Punkt mal vom Kran. ablassen. Ich probiere jetzt meine Perspektive, ist auch scheiße, die ich hier gerade habe. Hast du nicht die Hakenperspektive? Nee, ich hänge hier irgendwie rum. Übelst irgendwo zwischen Fahrzeug und Eigentlich dem. müsstest du die Hakenperspektive haben. Warte mal. Aus und wieder ein. Nee, hab ich nicht ganz. Ja, so ist gut. Kann man absetzen. Ja, das weiß ich, dass ich das absetzen kann. Du Ich willst will es es aber gut ordentlich absetzen. absetzen. Jetzt. Das rutscht Vorher aber von war Kopf alleine im weiter Arsch, runter. Geschneider drinne. Runter, runter, runter. Stopp. Ja, Sehr gut. ganz genau kann man sich absetzen. Innenperspektive ist anstrengend, hat das schon mal einer gesagt? Weil man einfach nichts sieht. Ah, da war er. Zack. Aber weißt du, dann nutzt du auch so ein Autokran mal ordentlich, ne? Dann nutzt man auch mal diese Ja klar, riesige für sowas Länge ist jetzt der aus. Autokran ja direkt gemacht, ist ja klar. Aber hier kannst du mit einem normalen Kran ja nicht arbeiten. Da könnte man schon. Aber. Also wir haben auch keinen Kranplatz, der Müsste ich verdächtig ihn ist. Halt andauernd umplatzieren. Ich sag ja, wir haben halt keinen Kranplatz hier, der verdichtet ist. Machen wir es einfach so. Okay, drüben haben sie jetzt auch noch die anderen beiden Teile drauf gemacht. Da wäre zum Beispiel so die Multiplayer ganz gut, wenn du halt auf beiden Seiten sozusagen einen Autokran hast und dann parallel zueinander zubaust. Ich meine, das machen sie ja in der Realität ja auch auf so. Hoch hätte man das wahrscheinlich machen müssen. Wir haben nur Mittel machen gewählt. Können. Kannst du auch von einem Platz zum anderen fahren. Oder dir zwei Autokräne kaufen, einfach so und trotzdem. Du solltest weniger von der Brücke springen. Ja, jetzt sind wir da bei. Ups. So. Ast. Oh, da haben wir den Autokran ja mal fast auf ganzer Länge genutzt hier. Ja. Ich hatte ihn auf volle Länge sogar. So, mal schauen, was jetzt ansteht. So, jetzt geht's um Betonbau, Materiallieferung und dann Betonieren.
Gut, Materiallieferung ist ja nicht das Problem. Und dann geht's uns betonieren und dann Straßenbau schon. Das haben wir eigentlich schon fast geschafft, weil die Brücke im Groben steht. Jetzt geht's nur noch darum, dass wir hier Beton drauf gießen. Das ist korrekt. Gut, Betonmischer und Betonpumpe stehen ja noch drüben. Außer, dass du schon eingeliefert. Ja, eingelagert. Jetzt in der Innenperspektive einen steilen Hang runterfahren, ey. Ich bin aber auch echt wahnsinnig. Ah, jetzt haben sie hier, haben sie schon betoniert. Okay, hier das kleine Stückel. Ach, der arme Autokran, ey. Sieht sehr traurig aus. Den lassen wir jetzt hier stehen, oder? Wobei. Wollen wir nicht rüberfahren auf der anderen Seite? Komm, wir fahren Über rüber. die Brücke? Nee, ich wollte ihn eigentlich in Ja. die Reparatur tun, Also weil über der ist schon die hier ordentlich noch kaputt. nicht. Warum Okay. denn nicht? Dann lager ihn ein. Dann laufen wir über die Brücke. Finde ich gut. Wir brauchen aber noch vielleicht einen Kran, wenn wir drüben die Objekte runterladen wollen. Ich habe die Zugmaschine mit Kran hingestellt. Reicht das? So, es sind ja keine schweren Pakete, die. Da reicht die Zugmaschine. Naja, richtig, aber wir brauchen halt irgendeinen Kran, um die zu transportieren. Die Zugmaschine mit Kran. Die hat schon einen Kran eingebaut. Muss hier mal zurücksetzen, den Kran. Wollen Sie einsteigen? Oder? Ach, Sie sind drüber gelaufen, okay. Du nicht? Achso, Ja, nee, mit dem Mobilkran kann ich da nicht rüberlaufen. da oben reicht die nicht hin. Ich komme rüber gefahren mit dem Mobilkran. Heben wir das einmal an. Und das Ding ist jetzt. Dort ist noch eine Palette. Die beiden Paletten mit Holz, die stehen auch noch dort irgendwie rum. Wer hat denn hier so eine Unordnung verbreitet? Okay, der Teil ist fertig. Dann wir weiterfahren, okay. Ja. Zur nächsten Teil dran. Boah, schön, wir gießen eine kleine Fläche und das ist plötzlich eine riesige Fläche fertig, betoniert. Das ist auch sehr akkurat. Ja, durchs Bahn ziehen ist immer schwierig. Inwiefern? Dann müsstest du mal rückwärts reinfahren und wieder vorwärts rausfahren. Rückwärts reinfahren, wieder vorwärts rausfahren. Ja, damit wärst du mit drei Bahnen durch. Man macht es so wie du und schießt einfach über den Beton drüber. Ja, ist auch eine Option. Hätten wir die Brücke fertig. Ach so, falsche Richtung. Ups. Kannst auch auf die Richtung fahren. Mittlerweile kann man ja drüber fahren. Na, jetzt müssen wir noch asphaltieren. Ich hoffe, wir Ja. dürfen die gesamte Brücke asphaltieren, das Aber wäre cool. erstmal aus dem Bereich fahren.
Huch, wo bin ich gegengefahren? Ja! Na, die Hälfte. Jetzt wird asphaltiert. Hoffst du einen zweiten Schwarzdeckenfertiger? Okay. Denk dran von Bomark, den haben wir. Treten F. Bike, so. Wieso man spawnt immer noch hier unten auf der Rampe? Bisschen nervig. Cat, Bomark. Könnten wir irgendwann auch mal einen tatsächlichen Transport von so einem Schwarzdeckenfertiger Hauptsitz zur Baustelle auf dem Anhänger. Weißt du, was ich meine? Vom Hauptsitz hierher kosten was? Den Schwarzdeckenfertiger auf einem Anhänger transportieren, damit der nicht gefahren werden muss, sozusagen. Also das, was wir jetzt praktisch mit Schnellreise erledigt haben. Die Strecke. Ja. Kann man auch machen. Aber dauert halt länger. Da können wir von bis auch mal machen. Ja, sorry, hier. Hup, hup, hup. Genau, verschwinden mal. Warte, fahre ich überhaupt richtig? Nein, ich bin falsch abgebogen. Sehr gut. Also ich bin gleich oben auf der Brücke drauf. Ich muss jetzt wieder unten den Weg hochkämpfen. Oh, wait. Ja gut. Ich bin unten. Wie, du bist unten? Ich dachte, na warte mal, ja, wenn ich jetzt hier abbiege, ja, dann komme ich da auch raus. Ja, das sollte gehen. Bin vom Kieswerk aus gestartet, weil ich dachte, ich könnte da gleich auf die Straße, die dann auch die Brücke führt, geht. Aber nee, das ist ja eine ganze Brücke, Brückenautobahn, wie auch immer man das nennt. Hochgesetzte Autobahn. Ja. Bundesstraße, was auch immer. Ich glaube, das ist schon eine Autobahn. Gut, dann ich fange schon mal an mit dem ersten. Mit der ersten Asphalt bisschen. Bahn. Richtig. Mit der ersten Bahn. So. So. So, dann hier hinfahren. Aber der hat jetzt hier keinen Kiesuntersatz oder so. Ich weiß gar nicht, ob jemand das in der Realität macht, ob man da auch einfach nur Beton drunter legt. Keine Ahnung. Wenn da jemand kundig ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, die mittlere Bahn machen wir gar nicht mehr.
Na ja, wahrscheinlich nicht, nee. Das reicht so. So ungefähr machen reicht. Ja, okay. Jetzt wird Gewalt. Die zweite Fahrbahn auch noch machen, oder? Ja. Was? Nö. Erstmal heißt es Asphalt verdichten hier. Übrigens, diese Dinger hier, wer nicht weiß, wozu die sind, wenn die Brücke sich, diese Streifen hier, wenn die Brücke sich ausdehnt, also wenn sich Materialien sozusagen bei verschiedenen Temperaturen unterschiedlich ausdehnen. Ja, vor allem der Stahl bei den Temperaturen. Dass die sich ein bisschen Bewegungsfreiraum hat, hier die Brücke. Glaube ich. Wenn das alles so extrem fest wäre, dann würde das ja irgendwann Risse geben. Und einfach. Ja. So, Asphaltwalze. Fertig! Wuhu! Tada! Nö, das möchte zu beiden sein, noch länger fahren. Schweinerei. Rum, rum. Oh, das sieht schon schön aus. Ganz frischer, gepresster Asphalt, das sieht schon echt gut aus. Rum, rum. Ah. Okay, jetzt heißt es Baustelle räumen. Ja, ich würde sagen, einfach alles einlagern, ne? Ja. Ja, ist ja alles zu Ende. Wir haben ja nichts mehr zu tun. Außer uns. Uns kann ich nicht einlagern. Ja. Wir haben eine Brücke gebaut. Was sagt der Herr dazu? Ich bin begeistert. Und dieses Mal meine ich es auch. Mit dieser unbürokratischen und zügigen Umsetzung haben wir nicht nur dem Stadtrat imponiert, sondern sorgen auch dafür, dass die arbeitende Bevölkerung morgens nicht mehr so lange im Stau steht. Das wird mein Image bei den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt sicher zum Positiven verändern. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Wir werden sehen. Was ist das für ein Blick? Für mich ist der erste immer noch ein schmieriger Typ, das ändert bei mir überhaupt nicht das Image von ihm. Und zum zweiten, das war dieses, da bin ich glücklich und ich meine es auch wirklich so. War über irgendeine Leistung von uns bisher nicht zufrieden? Ach genau, stimmt, weil wir ja jetzt den letzten, eine Kampagne beendet haben von einem der Typen, oder Typinnen, können wir jetzt auf Ausbaustufe L ausbauen. So. M.
So, hier, genau, M. Polier 1. Ein Polier ist deinem Unternehmen beigetreten. Du kannst ab jetzt sofort zwei Aufträge gleichzeitig annehmen. Kaufen. 100.000. Boah. Ansonsten ist alles freigeschaltet hier. Jetzt sind wir Größe L. Die Baumaschinen, die 18 Baumaschinen haben wir schon. Vermögen brauchen wir 5 Millionen. 50 Tankfüllungen und 50 Reparaturen. Ja, okay, das Und ist nicht so zwei schwer. Und Kampagnen. abschließen. Naja, Ah, okay. 50 Tankfüllungen, 50 Reparaturen. Das ist aber an der Tankstelle wahrscheinlich. Oder bei uns. Das müssen wir da irgendwie da irgendwo hin. Ja gut, Kontostand haben wir schon 90%. Da kriegen wir dann, Na, können wir wir haben dann einen schon 4,5 Kredit, Millionen. können wir dann einen Kredit auf 2,5 Millionen Kredit. zweieinhalb Millionen aufnehmen. Warum sollten wir so viel Kredit nehmen? Polier 2, das ist dann, dass wir noch einen dritten Auftrag annehmen können. Okay. 50 mal tanken. 20% günstiger tanken geht dann hier. Okay. 30% günstiger das andere. Mechaniker 3. Eingelagerte Baumaschinen werden automatisch 4% schneller pro Minute repariert und 8% schneller pro Minute getankt. Du erhältst außerdem 15% Rabatt beim Fahrzeughandel. Das ist schon echt geil. 50.000, das ist ja Peanuts. Ja. So. Genau. Noch mehr Aufträge, Aha. aus denen wir auswählen können. Drei Von zusätzliche diesen Aufträge normalen, von angeboten. diesen Okay. zusätzlichen normalen Aufträgen, die nicht zur Kampagne gehören. Dein Firmengelände wurde um weitere Parkplatzmöglichkeiten. Du kannst ab jetzt sofort zusätzlich plus 10 Baumaschinen gleichzeitig auslagern. Okay. Was auch immer das heißt, ne? Wir haben jetzt 10 Parkplätze mehr auf dem Firmengelände. Das heißt, wir können jetzt nochmal 10 Fahrzeuge mehr gleichzeitig ausgelagert im Parkplatz stehen lassen. Ich habe immer gedacht, das bezieht sich darauf, wie viele man einlagern kann. Aber ja gut, das macht schon Sinn, dass man mehr auslagern kann. Aber statt, du kannst jetzt 10 Fahrzeuge mehr ausgelagert haben. Einfamilienhaus, Gewerbegebäude. Aus dem Gewerbegebäude müssen wir eigentlich auch noch machen. Transport von der Palette Dachziegel. Hey. Und die Lärmschutzwand, die Ja, wir mal vor stimmt. ein paar Folgen gemacht haben, die kann man weiterbauen, weil ich hatte ja gesagt in der Folge, die sieht so unfertig aus, zu kurz. Das Die könnte man weiterbauen, zum Mehrfamilienhaus, Beispiel. das ist auch krass, Oh, das was das ist an richtig Arbeit viel ist. Aufwand, wahrscheinlich nur dem Kran die ganze Zeit hin und her. Aber gut, dann kannst du Transport, eine Gartenanlage und Schüttgutabtransport. Na gut, aber ich Haben wir denke, den Auftrag geschafft? ja, das sowieso. Wir haben einen Jungbaum, zwei Stück in unserem Lager tatsächlich. Eine Palette Pflastersteine, die drei Paletten, und eine Palette Dachziegel. Wenn wir die irgendwann nochmal nutzen oder einfach jedes Mal vergessen. Ich tippe auf Wir sollten die immer Zweiteres. vergessen. Ich verkaufe die mal. Also Betonkübel groß, den können wir schon behalten. Ja, Aber der klar. Rest, So. daran werden wir nicht dran denken. Verkaufen. So. Aber Firma gut, dann weiter, war's das mit der 100.000. Folge, ne? Sehr gut. Die Wir Autos rollen über die Brücke. haben gerade 100.000 minus für Firmenerweiterung, 250.000 minus für noch was Mechaniker 3 und dann 3.800 für Materialverkäufe. Ja. Wir können wirtschaften. Ach, guck mal, und hier, wo unsere Behelfsauffahrt da auf die Brücke war, ist jetzt hier ein Parkplatz entstanden. Wo meinst du? Das Ist hier? gerade eben, da Die stand es doch hier? gerade davor. Nein, dreh dich um. Da, hier war doch die Da! Rampe hoch auf die Ja, das Brücke. stimmt. Und da ist jetzt ein Oder vielleicht war Parkplatz da vorher auch entstanden. schon ein Parkplatz und wir haben einfach Und die eine Rampe Bäume waren da drüber auch schon. Wir gebaut. haben einfach auf die Bäume das draufgebaut, die Rampe und dann wieder weggemacht. Und dann sind die Bäume wieder gewachsen. Ne, die haben die Bäume rausgenommen, irgendwo anders hingelegt und dann wieder reingesteckt. Ja. Und wenn du da das Geländer runterspringst, was ist da unten jetzt eigentlich? Nicht Nichts. wirklich was. Aber gut, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und schaut euch das News und Neues an. Ja.